Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, mehr kommt. Wir setzen uns hin, ich zeige euch meine aktuellen Drogeriefavoriten, Produkte, die es in der Drogerie gibt, und alle Produkte bis auf eins sind auch im Standardsortiment. Das heißt also, falls euch etwas interessiert, könnt ihr die ganzen Produkte natürlich auch nachkaufen, entweder online oder im Shop, DM, Rossmann, Müller, wo auch immer. Wir haben viel zu tun, wir haben viele Produkte hier und ich kann euch wieder beweisen und allen anderen auf der Welt, wie schön Drogerie-Make-up sein kann, wenn man die richtigen Produkte benutzt. Und ganz genauso wie im High-End-Bereich ist es bei Drogerie natürlich immer so, es gibt Tops, es gibt Flops, es gibt Produkte, die funktionieren für mich, die funktionieren vielleicht nicht für euch und andersrum ganz genauso. Aber das sind so Produkte, wo ich sagen kann, ja, das ist gut. Und wir starten als erstes mit einem Banger. Und zwar, eigentlich wollte ich darüber nicht mehr reden. Aber wisst ihr, ich bin ja auch keine 14 mehr und ich kann über Personen hinwegsehen als über Produkte. Und deswegen habe ich hier den NYX Marshmallow Primer. Das ist ein wunderbar, extrem stark parfümierter, schaumiger Primer. Der ist von der Textur her sehr cremig. Und so wie er auf der Hand ist, verteilt er sich auch im Gesicht. Wie Schlagsahne. Und ihr merkt schon, ich komme ins Schwärmen. Der ist sehr, sehr weich. So ein bisschen silikonig finde ich ihn. Und ich gebe mir den vor allen Dingen hier sehr gerne hin. Da, wo ich vergrößerte Poren habe, da, wo ich auch zu trockenen Stellen neige, ist er gut. Vor allen Dingen bei mir im Bart. Viele von euch werden sicherlich keinen Bart haben. Da fühlt er sich so weich an und der schmilzt so mit der Haut. Und in dem Moment, wo er mit eurer Haut sich verbindet, wird er noch weicher und wird dann transparent, hat aber angeblich, soll er, kann ich nicht bestätigen, so einen leichten Touch an, nicht an Farbe, aber so Perfektion geben. Das kann ich nicht bestätigen, aber was ich bestätigen kann, ist dieser Glow auf der Haut, diese Pflege, dieser Duft, es riecht süßlich, es fühlt sich an, als hättest du dich gerade mit ein bisschen Zuckerwatte eingecremt, nur nicht so klebrig, vielleicht mit süßer Schlagsahne. Abgesehen davon, dass ich mit NYX selber als Brand in Deutschland, ne, es gibt ja auch noch NYX Italien, nehmen wir einfach NYX Italien, nicht so zurechtkomme. Die Produkte sind solide, es gibt sehr, sehr gute Produkte. Ihr werdet auch sehen, hier sind auch noch zwei weitere mit drin. Aber ich wiederhole es immer, es geht um die Produkte. Der Primer ist eingezogen und der hinterlässt wirklich diesen weichen Schein auf der Haut. Und wir kommen zu einer Foundation, da habe ich mich recht schwer getan mit. Aber ich glaube, wenn ich überlegen müsste, welche Foundation gibt mir alles. Shade Range, das Finish, was ich haben möchte, Langhaltbarkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich musste abwägen zwischen der Rival de Loup Hyaluron Foundation und der L'Oreal Infallible Fresh Wear Foundation. Ich habe mich für diese hier entschieden, denn hier ist, abgesehen davon, dass sie natürlich ein paar Euro teurer ist als die von Rival de Loup, die Shade Range entscheidend für mich gewesen. Und ich probiere immer mehr darauf zu achten, dass ich das auch in den Fokus stelle, weil obviously gibt es nicht nur hell, hell und hell, sondern ganz, ganz viel danach und davor. Ich habe sie euch schon ein paar Mal gezeigt. Ich habe sie in der Farbe 235 und ich arbeite sie mir auch am liebsten mit einem Pinsel ein und man braucht nicht viel. Und das Verrückte ist, die Foundation ist sehr, sehr flüssig, trotzdem leicht auf der Haut. Und vor allen Dingen im Sommer, wenn ich Full-Coverage-Make-up haben möchte, möchte ich darauf achten, dass das alles in meinem Gesicht nicht so schwer ist. Es soll leicht aussehen, es soll frisch aussehen. Farblich ist die so ein bisschen gelblicher. Ich müsste eigentlich nochmal eine neue kaufen, aber wisst ihr, ich kann nicht auf der einen Seite sagen, lasst uns darauf achten, wie viel Make-up wir konsumieren, und auf der anderen Seite mir, nur weil die Farbe jetzt gerade nicht passt und ich sie vielleicht einmal im Jahr oder einmal im Quartal euch zeige, eine neue kaufen. Das wäre mir nicht korrekt gegenüber und euch natürlich auch nicht. Deswegen, wir kriegen sie am Ende eh immer hin. Aber ihr seht, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Aber im Prinzip ist das wie so ein bisschen dickeres Wasser, die extrem pigmentiert ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sie natürlich auch leicht aufbauen. Aber es würde der Foundation nicht gerecht werden, weil das ist eine Full-Full-Coverage-Foundation. Perfekt für trockene Haut. Und das ist sehr, sehr selten, finde ich. Vor allen Dingen in der Drogerie. Die meisten Full-Coverage-Foundations sind immer eher so ein bisschen trockener. Und wenn du trockene Stellen auf der Haut hast, dann funktioniert das nicht. Die schmilzt in die Haut. Die sitzt nicht auf der Haut, die schmilzt in die Haut und ist dadurch einfach ein ganz, ganz tolles Produkt. Ihr seht, ich arbeite mir die mit dem Pinsel ein und gehe dann am Ende nochmal mit dem Schwamm rüber. Extreme Deckkraft,
extrem langanhaltend. Das Einzige, was mich persönlich so ein bisschen stört, ist der Duftstoff da drin, aber das ist kein Duftstoff, der böse ist. Also ich finde, da ist der NYX Primer wesentlich anstrengender vom Duft her und irgendwann, wenn man zu viel davon hat, dann riecht man es auch. Der Duft verfliegt recht schnell, er ist okay und der ist jetzt auch nicht so kein anstrengender Duft. Das ist ein leichter, frischer Duft. Ihr könnt mir wie immer gerne in die Kommentare schreiben, welche eure Drogeriefavoriten sind. Welches Produkt kauft ihr immer wieder nach? Welches Produkt würdest du deiner besten Freundin empfehlen? In dem Fall bin ich deine beste Freundin heute, denn ich bin super gespannt, was ihr mir heute da empfehlen könnt. Und ich glaube, dass. Ja, ich mag das. Ich habe gestern mit Özlem gedreht. Das Video seht ihr demnächst. Dauert noch ein bisschen. Da haben wir auch einfach darüber gesprochen, wie cool es ist, den Austausch mit der Community zu haben. Und deswegen, was sind eure Drogeriefavoriten? Foundations einmal eingearbeitet. She's fresh. She's full coverage. Und es wird mehr. Auch beim Concealer. Ich habe einen, den ich sehr, sehr gerne mag. Das ist der Infallible Concealer, glaube ich. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr nachgekauft, weil ich habe diesen hier. Und das ist der beste Concealer für dunkle Augenschatten, für sehr hohe Deckkraft, ohne dass er in die Fältchen kriecht. Und ich weiß nicht warum, aber dieser XX Revolution Concealer mit dem schwarzen Deckel, ganz wichtig, ist iconic. Ich gebe mir den hier rauf und wir sind heute groß, nicht nur heute, wie immer, großzügig. Der ist auch ähnlich wie die Fresh Wear Foundation, sehr flüssig, nicht so dick wie Tarte Shape Tape oder der Catrice True Skin Concealer. Die sind ja eher so ein bisschen dicker. Der ist ganz leicht und dafür lasse ich ihn auch ein Momentchen antrocknen, weil ich finde, dann sitzt der noch mal ein bisschen besser auf der Haut. Und währenddessen müssen wir ganz kurz über dieses Puder reden. Ich weiß, das ist aus einer Limited Edition gewesen. Es wird es bestimmt irgendwann wieder geben. Es gibt ja mittlerweile recht oft diese losen Puder von Rival Loves Me. Ich habe hier das Ready for the Thrill. Ich mag den Duft, ich mag die Farbe. Es ist angeblich transparent, es hat aber so einen leichten gelblichen Touch und ich finde, das gibt noch mal so ein bisschen mehr Deckkraft. Und vielleicht habt ihr das. Ich schaue mal, vielleicht kann das irgendwann noch mal nachkommen in einer anderen Limited Edition oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ganz, ganz viel von Zuschauerinnen zugeschickt bekommen, weil ich das so toll fand. Ich gebe mir das einfach so ein bisschen in den Deckel und der Concealer ist jetzt so ein bisschen angetrocknet und dann können wir ihn einfach verblenden. Ich fange erstmal hier außen an, damit ich hier die wenigste Deckkraft habe. Gehe dann auf die Nase und dann gehe ich runter. Dann nehme ich mein Mikrofasertool, gehe in das Puder, lade es richtig auf und dann presse ich das Puder rein. Und ihr seht, super deckend, sehr, sehr auffällend. Der Geruch ist fantastisch und in dem Moment, wo ich es richtig fest reinpresse, hält der Concealer den ganzen Tag. Du gibst ihm nicht die Möglichkeit, dass er sich nur ansatzweise irgendwohin bewegt. Wenn du recht, man muss recht schnell sein, sonst ne, rutscht jeder Concealer in irgendwelche Fältchen. Aber einfach raufgebaked, zack, aufgehellt, iconic, fantastisch. Eigentlich wollte ich einen Blush benutzen und zwar diesen Cheek Heat. Das ist ein besseres Dupe zu den Charlotte Tilbury Tinted Love Produkten und die kamen später raus. Ganz, ganz tolle Textur. Ich swatche es euch einmal. Ich habe den jetzt hier in der Farbe Rose Flash. Der ist sogar noch zu. Die Farbe habe ich selber noch nicht benutzt, aber den gibt es in vielen Farben. Das ist ein sehr, sehr cremiger Blush, aber so ein bisschen gelartig. Und ihr seht, der hat Deckkraft. Wohingegen der von Charlotte Tilbury, wenn ich ihn hier raushole, die sind von der Textur her ähnlich, aber Charlotte Tilbury verschwindet. Auf den Lippen, auf den Augen als Blush in die Foundation gemischt, um diese so ein bisschen wärmer zu kriegen. Fantastisch, Freunde. Lasst es euch gesagt sein. Probiert sie aus. Ganz, 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 ganz tolles Produkt und günstig, nicht teuer. Wirklich eins der besten Blushes, Liquid Blushes. Den habe ich jetzt natürlich verbockt. Ich habe dafür drei andere Blushes, die ich euch gerne zeigen möchte. Einmal von L'Oréal und ich weiß, nicht jeder benutzt L'Oréal. Und dafür einmal von Catrice und einmal von Love. Und mit dem fange ich auch an. Wir haben hier den Cheek Lover Blush. Der ist mit Öl infused. Also sorgt für einen sehr weichen Touch. Extrem pigmentiert. Ein wunderbares Dupe zu der Natasha Denona Bloom Palette hier. Also, wenn ihr jetzt nicht wüsstet, welcher an welchem ist, Catrice, Natasha. Natasha ist so ein bisschen mehr glänzender, aber wenn ihr da mit einem Highlighter drauf geht, habt ihr dasselbe. Denselben Effekt, nur viel, viel günstiger. Sehr, sehr schöner Blush. Wer auf Glow steht, wer auf ein bisschen weniger Glow steht, das ist der L'Oréal Melon Dollar Baby Blush, den ich auch heute benutzen möchte als Grundlage.
Wir schichten nämlich heute. Auch der hat so leichte rosa und goldene Partikel mit drin. Sehr, der ist beduftet, ne? Also der hat Duftstoffe mit drin, aber der ist sehr leicht. Also heute ist der Fokus so ein bisschen auf Leichtigkeit am Produkt. In meinem Gesicht natürlich nicht mehr, aber ihr seht, ne? Der ist leicht, der ist frisch und der verblendet sich, weil die Deckkraft nicht so hoch ist. Wohingegen der hier von Catrice eine extrem hohe Deckkraft hat und man so ein bisschen aufpassen muss. Wenn man vielleicht zu texturierter Haut neigt, würde ich euch den hier tatsächlich empfehlen, weil der Glow ein bisschen subtiler ist. Der ist nicht so provokant, der ist nicht in dein Gesicht, sondern der kommt so von innen, ohne die Textur selbst so ein bisschen hervorzuheben. Und wir haben ein Full Coverage süßes Make-up. Und damit es nicht so süß bleibt, habe ich selbstverständlich auch noch zwei Bronzer für euch. Und auch hier zwei Alternativen. Eine Alternative zu Maybelline, das ist der City Bronzer in der Farbe Light Cool 100. Der ist aber nicht so light cool. Und einmal hier der Hello Good Stuff Matte and Glow Bronzer. Ist totaler Quatsch eigentlich, Matte and Glow, weil ich kann mit dem Pinsel nicht entscheiden, nehme ich den oder den. Hätten sie zusammenmischen können. Der ist nicht so wirklich glowy. Wir benutzen den heute, weil er ist natürlich noch günstiger. Hat ein bisschen Kickback. Der riecht halt wie diese Clean ID Produkte, ne? Also sehr weich, sehr so ein bisschen wie Kakao. Hier ist nämlich auch Kakao mit drin. Aber ich finde alle diese super, super clean Produkte, ne? 99% natürliche Inhaltsstoffe. Ich würde gerne wissen, was das 1% ist. Sehr, sehr schöner Bronzer. Nicht zu warm. Nicht zu kühl, die perfekte Farbe für mich zumindest. Man kann damit ein bisschen konturieren, man kann das Gesicht damit aufwärmen und der ist sehr leicht. Auch hier wieder Leichtigkeit und also der lässt sich so gut ausblenden, so einfach. Zum Highlighten habe ich selbstverständlich auch wieder zwei Produkte. Eins könnt ihr sogar sofort heute Morgen, je nachdem, kaufen. Das ist von Rival Loves Me. Die On Fleek Baked Highlighter Baked Blushes Baked Bronzer gibt es verschiedene. Ich habe den jetzt hier in der Farbe Artemis. Das ist ein sehr intensiver Highlighter. Ich trage ihn einmal auf der einen Seite auf. So ein bisschen kühler und ein bisschen silbriger. Aber der ist gebacken. Und man denkt, er ist sehr, sehr grob glitzernd. Ist er aber gar nicht, wenn man ihn nur ganz leicht aufträgt. Ich gehe auch direkt hier mit unter die Augenbraue. Ich gehe damit sehr, sehr gerne über die Augenbraue, um diese Lichtpunkte zu setzen. An der Nase und er hat ein bisschen Kickback, aber er ist extrem günstig, ne? Also das darf man nicht vergessen. Alternativ, ich weiß nicht, ob sie online gibt, ich glaube schon, ist die Glorious Palette von Love. Es bricht mir das Herz, weil Love wirklich sehr hochwertige Produkte gemacht hat. Und ich glaube, dass die Produkte schon fast zu hochwertig für die Drogerie waren, von der Qualität her, vom Packaging her. Alles made in Italy meistens. Die ist jetzt auch made in Italy. Das ist diese Highlighter- und Blush-Palette. Ich gehe heute in den Ton hier rein. Ich habe den Pinsel eben so ein bisschen sauber gemacht. Schaut mal. Das ist wieder dieser Glow von innen. Ich würde die Palette, wir mischen alles, gleichstellen mit Hourglass. Also qualitativ ist die so fein, auch vor allen Dingen für etwas reifere Haut vielleicht gemacht, weil sie von der Textur her wie gebackene Produkte sind. Schmilzt mit der Haut zusammen, gibt diesen Glow von innen und sieht einfach frisch aus. Und damit kann man sogar komplett übers gesamte Gesicht gehen und einfach alles mit Glow versehen. Ich mache einmal kurz die Augenbrauen drauf. Ich benutze jetzt hier einfach was ich hier habe. Da bin ich, ihr kennt mich, da bin ich nicht so, um die Form vorzugeben. Aber ein Produkt habe ich da noch. Und das ist ein Thema, das spaltet immer die Meinungen. Kleines Update, ich werde immer oft gefragt, kannst du uns was zu den Gatubi-Produkten sagen? Ich habe ein paar Sachen getestet. Ich habe mich aber gegen Video entschieden. Es hat verschiedene Gründe gehabt, aber unter anderem war eins, weil es hat mir nicht gefallen. Und vor allen Dingen das hier nicht. Ich habe echt große Hoffnung gehabt auf dieses Ding. Das ist dieses Glued for Brows. Also im Prinzip das, was wir uns gekauft haben damals, diesen Kleber, diesen Haarkleber in Gelb, gibt es jetzt für die Augenbrauen. Ich finde aber, und das hat mich auch immer bei dem Haarkleber abgehalten, und ich glaube, sie haben das einfach nur hier reingemacht und vielleicht ein bisschen flüssiger gemacht. Wenn das runtertrocknet, es dauert extrem lange, bis es runtertrocknet, finde ich. Also das Brow Freeze machst du rauf und es ist trocken. Das dauert bestimmt 10 Minuten, bis das nur ansatzweise trocken ist. Und ich muss immer wieder durchgehen, um die Haare in diese Form zu kriegen, weil Erdanziehungskraft, Boys and Girls, it's happening. Und das fällt dann immer wieder runter. Und dann finde ich es ganz unangenehm, dass, wenn man nicht perfekt auf der Augenbraue arbeitet, hast du so weiße Ränder auf der Haut und die Augenbrauen so nach 2-3 Stunden werden weiß oder sehr, sehr hell. Und das
Pass. Was dafür aber sehr, sehr gut ist, ist ebenfalls ein Produkt von NYX und das ist der Lift and Snatch Brow Tint. Und ich weiß, manche mögen es nicht, ich liebe es, mir damit Haare reinzuzeichnen. Man kann damit präziser arbeiten, ihr kennt mich, ich bin alles andere als präzise. So ein bisschen bushy aus, ein bisschen fluffy, ein bisschen männlich, in Anführungszeichen, ganz dicke Anführungszeichen in dem Fall. Aber einfach so nicht diese Instagram-Brau. Wir haben viel erlebt, meine Augenbrauen und ich und ihr. Und das ist, glaube ich, der schönste Augenbrauenzustand. Für mich persönlich. Kommen wir zu den Augenfreunde. Und da bin ich sehr, sehr happy, euch eine Palette zu zeigen, die es noch nicht gibt. Und zwar wisst ihr ja, ich liebe ja die Catrice Five in a Box Paletten. Und es gibt zwei neue. Ich mache bald ein Update-Video zu den Catrice-Neuheiten. Also abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Das ist diese hier im Style Vivid Burgundy Look. Sehr, sehr schöne Farbe. Drei matte Farben. Ich finde auch hier, die Farbe hätte nicht sein müssen. Das ist halt so ein Knochenton. Benutze ich nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr diese Knochentöne benutzt. Ich finde, die sind immer so unnötig. So, seht ihr die Base auch noch einmal von Namen. Wir machen heute wieder ein... Was machen wir denn für einen Look? Ah, ich weiß es nicht. Wir haben alle keine Zeit heutzutage. Ich gehe mit den roten Ton sehr pigmentiert wieder. Gehe hier rein und vor allen Dingen für den Preis sind diese Paletten iconic. Schaut euch das an. Und das ist mit einem Blendepinsel. Pigment ist da. Und weich. Nicht dieses fleckige Pigmentierte, sondern es ist da und es sieht schön aus und es sieht frisch aus. Und ganz ehrlich, die 5 Euro, die diese Palette kostet, da lohnt es sich nicht, teure Paletten für zu kaufen. Also wirklich, Catrice hat da wirklich, das Video damals habt ihr super gut angenommen und nach dem Video waren die Paletten auch rausverkauft. Ganz, ganz toll. Macht es wieder. Immer wieder Five in a Box Paletten. Ich bekomme gelegentlich Kommentare mit von wegen, ja, deine Looks sind total langweilig. I know, ich bin auch nicht Nike Tutorials. Habe ich nie gesagt. Aber ich finde, mit diesen einfachen Looks kann man am besten zeigen, wie schön eine Palette sein kann. Ohne viel Aufwand. Geldinvestitionen kannst du einfache, aber trotzdem ausdrucksstarke Looks machen. Und ihr seht, guck mal, eine Farbe, ready. Nehme ich mir einen kleinen Pinsel hier von Ellie, gehe hier nochmal in das Rot und platziere mir das ein bisschen präziser hier hin. Und dann verdunkle ich mir das mit diesem dunklen Ton hier mit demselben Pinsel. Gehe hier einfach rein in die Lidfalter. Die Palette hat ein bisschen Kickback, aber ganz ehrlich, bei 5 Euro, I don't care. Bewegliches Lid, verdunkelt das. Das macht das Auge natürlich so ein bisschen kleiner, aber ich finde, diese intensiven Looks sind immer sehr, sehr gut für so First Impressions, weil ihr seht, wie pigmentiert. Ich habe keinen Primer benutzt. Das ist jetzt ein matter Look. Ich swatch euch aber nochmal kurz die schimmernden Farben und die sind Natasha Denona Qualität. Ne? Also extrem foliert, extrem weich und da ist auch Rose Oil? Ja, Rosenöl mit drin. Und die sind sehr, sehr gut als Inner Corner Highlight. Das setzen wir uns auch gleich. Ich mache einmal den unteren Wimpernkranz. Vorher aber nochmal mit so einem schwarzen Kajal an die Wasserlinie. Ich finde, das passt zu so einem Look immer sehr gut. Ich habe einmal den unteren Wimpernkranz gemacht. Gebe mir ein kleines Inner Corner Highlight und benutze dafür einfach hier den roten Ton und mische ihn so ein bisschen mit dem hellen. Klebe mir einmal Lashes auf. 100k von mir. Und dann geht's weiter. Ich verlinke euch die Lashes einmal unten in der Infobox. Ich habe hier gerade einen kleinen Knick reingemacht beim Aufkleben und habe das Wimpernband kaputt gemacht. Aber hier, schaut, sehr intensiv, die schönsten Lashes. Ich verlinke euch den Shop von mir einmal unten in der Infobox. Ihr supportet mich damit am meisten. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Und wir kommen zu den Lippen. Da habe ich auch drei verschiedene Produkte. Produkt Nummer 1, Maybelline Superstay Matte Ink in der Farbe 65 Seductress. Das schönste Pinky Nude. Super frisch, hält wirklich sehr, 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 sehr gut. Wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin, ist das zweite Produkt, was ich mir in die Mitte geben möchte. Das ist hier von NYX, die Soft Matte Lip Cream. Die trocknet nicht an irgendwie bei mir. Hält so ein bisschen auf, macht das Ganze noch ein bisschen kühler. Lass das Ganze so ein bisschen antrocknen und dann gehen wir noch mit dem Gloss rüber. Entweder kann ich euch die Essence Shine 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 Gloss empfehlen. Oder hier die von e.l.f., die Mint Melt Lip Plumping Glosse. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, das war, glaube ich, eine L.E. Aber die e.l.f. Glosse sind sehr, 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 sehr gut, vor allem die Plumping Glosse. Und das ist der Look mit meinen allerliebsten Drogerieprodukten aktuell, die es auch eigentlich alle, eigentlich gibt es sie, außer vielleicht zwei Produkte. Ich bin super gespannt, wie euch der Look gefällt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche eure liebsten Drogerieprodukte sind. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch ein fantastisches Wochenende und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!